Ahoi, was geht ab, Leute? Hier. Der Akrai Rage Tunnel fängt gleich an. Ich mache noch ein paar Arenen, also die Arenen, die wir gleich machen. Neues Gebiet, das versuche ich gerade auf Gold zu bekommen. Also ich versuche eh eine Menge Sachen auf Gold zu bekommen. Aber da ich jetzt in der Innenstadt eigentlich alles auf Gold habe, starte ich mal hier. Und ich habe hier mal einen interessanten Namen entdeckt. Ich hoffe, es ist okay, wenn man so zeigt. Pfannkuchen-Nachname. Wer von euch checkt auch immer die Klingeln ab beim Arena machen? Ich habe schon viele Namen gesehen. Ich habe auch Schilling schon öfters gesehen. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, wie immer, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Und schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wart ihr unterwegs? Wart ihr auf Tour? Habt ihr einen guten Darker bekommen? Ich treffe mich jetzt mit den anderen zum Raiden. Die EP kommen rein. Wir haben schon ein paar Raids gemacht, aber noch nichts Gutes mit dabei gewesen. 21-21 war der Beste. Yo, Grüße gehen raus an Kaito, Mann. Der macht Musik. Kann man gerne abchecken. Peter steht auf vis-à-vis. Komm mal her und zieh an meiner Tüte wie ein Taschendieb. Atme ein, atme aus, Shisha Rauch, Aslan Sound. Wieder zu viel Hassen, Bockel Drip hat sich zu krass verkauft. Also Grüße gehen raus an Lea. Vielen Dank fürs Öffnen. Müssten um die 2 Millionen sein. Also ich versuche ja jeden Monat 20 Millionen EP zu machen. Diesen Monat Grüße gehen raus an Sigi. Wird knapp. Da bin ich noch ein paar. Grüße gehen raus an Andi 2. HEP hinten. Grüße gehen raus an Tim oder aus Bremen. Grüße gehen raus an Tom oder aus München. Grüße gehen raus an einen Kollegen von Jonas aus irgendwo. 20k habe ich mal einfach so mitgenommen, die extra 10k wieso nicht. Grüße gehen raus an Ningot aus Ulm, Alter. Ein Mitglied. Grüße gehen raus an Silvi, Alter. So. Das war's, glaube ich. Ein paar andere habt ihr natürlich nicht gesehen. Und auf in den Raid. Ja. Nächster Dark Girl. Wir haben jetzt das Chaos überwunden, die ganzen Freundschaften. Jetzt entspannt erstmal alle Raids machen, saftig Arena-Punkte sammeln, neues Gebiet. Das fühlt sich so gut an. Jede Arena 1000 Punkte. Gerade einen, den ersten Fang, aber der war schlecht. Und wir sind nur noch 15 Leute, also gestartet sind wir mit mehr als einer Lobby. Jetzt sind es nur noch 15, mal schauen, wie lange das noch hält. Aber C ist der Kerl echt. Darker echt C. Und natürlich nicht so angenehm zum Fangen, was für eine schnelle Tour, Tap and Go und so, nicht unbedingt ideal ist. Ich habe übrigens. Ich bin ja auf der Jagd nach 100er oder gutem Makaba Jar und jage da die Quest. Hab gerade einen gebrütet und das war sogar ein 98er. Aber die Jagd geht weiter, also ein 100er können wir uns schon gönnen. Und Golbit oder Goblit. Und Lichtel natürlich. Ich überlege gerade sogar zwei Glückstausche für Lichtel zu opfern. Weil der Kollege tauscht eh. Anscheinend irgendwie keine Shiny. 21-02, schade. Also, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Außer also, wenn du die 200er loswerden willst, dann nehme ich gerne eins. Ich will sie zwanghaft loswerden. Nein, sonst nicht. Das Schlechteste. Das ist doch der Schlechteste. 2048. Oh Mann, ey. Ah, leidend. Die Gruppe ist nur noch sehr, sehr klein. Alter, wie viele Leute... Oi, der Pinsir, Mann. Pinsir zu mächtig. Wie viele Leute schon hinterhergefallen sind, abgefallen sind? Die Motivation nicht so groß. Was überraschend ist, weil... Darkler ist krass. Der ist nicht lange da. Geh mal schon los? Nee. Klar, er ist leidend zu fangen und er ist schwer zu machen, aber... Trotzdem, ist er gut. Okay, ich brauche nicht wen. Ich habe bisher auch nicht so viele gemacht, aber jetzt für die Rage
kann man auf jeden Fall abgehen. Schreibt mal in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht und abläuft. Wir schauen mal. Wir haben jetzt ein paar gefangen für Bonbons, aber keinen guten mit dabei gehabt. Leider. Erstmal hier einmal ausweichen. Softig. Oh, der Spukball. Der haut so geil mit Spukball und er macht das so oft. Richtig leidend, Alter. Oh, wir gehen schon los. Wir gehen schon los. Ich muss erstmal in die Lobby wieder. Jetzt kann ich los. Okay. Echt jetzt? Oh Mann, ey. Wir haben gerade irgendeinen Argentinier am Busbahnhof aufgegabelt. Der läuft jetzt mit uns mit Parades machen anscheinend. Ja, 36. 2090. Einfach nur leidend, Leute. Einfach nur leidend. Ich versuche am Peter dran zu bleiben. So, schauen wir mal, Leute. Ist ein bisschen zäh. Kann sein, dass wir nicht mal 10 schaffen. Weil wir haben nur noch 17 Minuten. Aber die Runde ist auch nicht so schnell. Ein WP besser, Mann. Ey. Oh Gott, ey. So schlecht, Mann, ey. So schlecht, Leute. Leidende Rates, Leute, leiden. Das ist heute ein Minusrekord. So wenig haben wir noch nie gemacht. Leute, ich sehe einen Pinsel, saftig. Wer auch immer mit Pinsel kämpft, ärgern, Mann. Immer schön ausweichen. Ich dachte, er haut zu hart rein. Einen schaffen wir vielleicht noch. Kommt drauf an. Also wir versuchen es, der ist gleich da vorne, aber man weiß nicht, ausweichen. Schauen wir mal. Also den schlechtesten haben wir gefangen. Ich glaube, das war der schlechteste, muss ich noch mal checken. Wir schauen hier mal. Oh, jetzt habe ich weggeschaut. Genau in dem Moment. Überraschung. Überraschung. Ich sehe es immer noch nicht. 21,3, ja. Umgedreht wäre nicht schlecht. 30. Letzter Raid für heute, Leute. Außer wir machen noch so ein paar wilde, die noch da sind. Falls die Leute Lust haben. 21,6 und 30. Nee, ich meine 21,6. Nee. Das war die Rage-Stunde, Leute. Darkrai. Schon ein leidender Kollege hier. Schwer zu besiegen, schwer zu fangen. Aber gestern nach der Rage-Stunde habe ich noch einen random Raid mitgenommen. Und der war gut. 98er blende ich hier neben mir ein. Ich habe ihn natürlich gefangen. Ist jetzt keine große Überraschung. 98er, sehr nice. Attack 15. Nächster Max on Monday, der wird gemaxt. Also auch wenn ich sage ja immer, warten bis der weg ist, weil vielleicht kriegt ihr noch einen 100er. Unwahrscheinlich, aber vielleicht. Aber in dem Fall würde ich einfach noch einen maxen, weil der ist ja gut. Davon kann man mehr gebrauchen. Aber schauen wir mal. Also mit einem 100er würde ich nicht rechnen. Mit dem 98er bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall schreibt unten in den Kommentaren, wie es bei euch so lief, wart ihr am Start, wie lief es bei euch so raid-technisch, waren die Leute motiviert oder sind die auch so schnell und so leicht abgefallen wie bei uns. Mit jedem Raid wurde es einfach weniger und am Ende waren halt nur noch vier übrig, die 5-6 Standard-Leute halt. Was halt schon überraschend ist, weil Darker ist ja krass und der Hype sollte eigentlich schon größer sein. Aber wie gesagt, bei mir war der Hype jetzt auch lange gar nicht da für Darker. Weiß auch nicht wieso, komisch.
Und in Klammer, hat gut funktioniert. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Man klammert sie einfach drauf und ab geht's. Also, ich meine, drehen tut der Ball ja eh schon selber. Jetzt fängt es halt, muss man halt nicht mehr drauf drücken. Ist bei der Raid Tour ganz nett, weil da man ja eh kaum Zeit und nebenbei halt fängt es dann alles. Aber ich weiß nicht, wie es so mit der Technik abläuft oder aussieht, wenn man halt ständig auf den Knopf drückt, dass er dann auf Dauer drückt. Ob das den Knopf nicht irgendwie irgendwann mal kaputt macht oder so. Ich weiß es nicht, aber hin und wieder ist schon mal ganz nett. Klar, es gibt noch andere Möglichkeiten. Und ich weiß jetzt auch nicht, woher er das hat oder wie er das gemacht hat. 3D-Laserdrucker vielleicht. Aber an sich ist es schon eine coole Sache. Grüße gehen raus an den Kollegen. Er nannte es den Catchmaster 3000 oder sowas. Sollte ich nochmal erwähnen. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit in Produktion gehen will oder warum auch immer er mir das schickt. Aber ich finde die nicht schlecht. Ist okay. Nice to have auf jeden Fall, wenn man mal Bock drauf hat. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.